Guten Tag, hier ist der Fabs von die Coop Couch. Ich muss mich vor diesem Video leider mit einem kleinen technischen Disclaimer an euch wenden, weil etwas technisch schiefgelaufen ist. Das passiert manchmal, man muss viele Sachen bedenken, wenn man hier Videomaterial und Mikrofonmaterial aufnimmt. Und die Datenmengen werden mittlerweile mit steigender Qualität eben immer größer und gleichzeitig muss man bedenken, dass wir hier auch viele Folgen hintereinander direkt aufnehmen. Und bei Donkey Kong Country 2 hat uns das, auch wenn das in den Videos vielleicht nicht immer rüberkommt, so viel Spaß gemacht, dass wir das in zwei riesengroßen Sessions abgehandelt haben. Und die zweite Session, die ihr jetzt gerade seht, war vielleicht etwas zu groß. Da haben wir nämlich die Aufnahme einfach mal 3,5 Stunden laufen lassen und das hat sich gerecht. Irgendwann gab es Probleme mit dem Festplattenspeicher oder mit dem Arbeitsspeicher. Irgendwas ist vollgelaufen und kam nicht mehr hinterher, sodass es in dieser Tonaufnahme, also nur bei dem Mikrofon, 5 Aussetzer gibt. Das ist nichts Wildes. Ich glaube, von denen sind auch nur 2 Stück, die irgendwie hörbar sind. Aber wenn ihr in dieser Folge hört, dass vielleicht mal der Ton aussetzt oder so, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und nun viel Spaß mit der großen Sexismus-Diskussion. Bis denn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Coop Couch. Du bist Kim. Ich bin Eisen. Und wir setzen heute unsere Diskussion fort, die wir in der letzten Folge abgeschlossen haben zum Thema... Haben sie nicht abgeschlossen, das ist der Punkt. Zum Thema sexistische Darstellung von Frauen in Videospielen. Und ich habe jetzt den Vorteil an der Stelle, muss man ja auch nochmal sagen, also ich sehe das jetzt halt wirklich als großen Vorteil, weil ich jetzt im Vergleich zu all den Jahren zuvor endlich mal Fragen stellen kann und auch eine Antwort drauf bekomme. Früher bin ich nämlich auf Twitter immer blockiert worden und war dann für alle der Sexist. Also ich glaube, das wird jetzt hier eine fruchtbare Sache, weil es da tatsächlich ein paar Aspekte gibt, die ich in all den Jahren bis heute nicht verstanden habe. Also, meine erste Frage wäre, wir haben in der letzten Folge geklärt, dass du keine sexualisierten Frauen in Videospielen magst. Nö, ja. So. Mag ich nicht. Findest du das denn in Ordnung, dass es das gibt, dass vielleicht andere das mögen? Frage ich jetzt mal so rum. Natürlich. Dass wir uns ein bisschen da annähern. Okay. Was ist dann an der Stelle dein Problem in the first place? Und mal wieder, man sieht einfach diesen fucking Haken nicht, der einfach von der Seite durch die Wand durchkommt. Das ist doch total bescheuert. Ja, also wo ist dann das Problem? Also in der letzten Folge habe ich geschildert... Möchtest du laden? Ja, wenn ich kann. Also ich verstehe das Problem, wenn es wirklich keine facettenreichen Darstellungen von Frauen gibt in Videospielen, dann würde ich das als reduzierend wahrnehmen, weil man halt einfach gar keine anderen Zeichnungen eben zulässt. Aber mittlerweile würde ich behaupten, es ist schon so facettenreich, dass halt einfach angezogene und nicht angezogene Figuren in Games einfach koexistieren können. Wenn es jetzt sexualisierte Figuren gibt und du findest es okay, dass es das gibt und du findest, es lässt es auch den Leuten, Männlein wie Weiblein, dass sie das mögen. Also was ist dann das Problem? Ich finde das völlig in Ordnung, wenn das Leute irgendwie toll finden, ist ja meinetwegen völlig in Ordnung. Aber ich brauche nicht, dass das dass das Spiele ausmacht, dass das der Grund ist, warum man ein Spiel kauft. Es gibt genug andere. Hätte ich direkt kurz, ich würde gerne eine Meinung von dir wissen. Also ich möchte dich gar nicht unterbrechen, sondern ich möchte es ins Detail bringen. Weil man musste ja schon den Punkt lassen, es ging ja um Witcher mal wieder. Ja. Das ist ja ein Spiel, was du richtig gut findest. Ja. Was bedeutet, dass du halt diese Darstellungen, die du persönlich nicht magst, ja, dir das Spiel ja irgendwie madig gemacht haben. Das ist ein Punkt, den kann man dir ja lassen. So. Jetzt habe ich den Punkt vergessen, worauf ich hinaus wollte. Also dir hätte es wahrscheinlich einfach besser gefallen, wenn die Darstellung anders gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz reduzierst du ja Witcher nicht da drauf, sondern du siehst ja schon andere Vorteile oder andere, wie soll man denn sagen? Also nein, ich sehe trotz der Nacktheit über diese Punkte hinweg, weil ich das Spiel gut finde. Genau, ja. Ja, also trotz der Darstellungen nackter Frauen finde ich das Spiel gut, nicht wegen der Vorstellung. Genau, exakt. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, aber damit reduziert sich, findest du, das Spiel reduziert sich da drauf?
An vielen Stellen. Absolut. 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 Ja, aber nicht komplett. Nein, echt jetzt? Ach komm. Okay. Wie nicht komplett? Nee, Fabian, nicht komplett, nicht zu 100%, aber die 90% auf jeden Fall. 90%? Nein, nicht 90%. Okay, Entschuldigung. Ja, aber das ist doch genau das, worum es jetzt geht. Jedes Mädel, was bei Witcher gezeigt wird, wirklich, ja, fast jedes Mädel hat eine viel zu offene fucking Bluse. Und ich sage nicht, ey, Mädels, wenn ihr euch gönnen wollt, offene Bluse, bauchfrei, fast den halben Hintern raushängt, gönnt euch. Macht das, auf jeden Fall. Ich finde das gut, Body Positivity, gönnt euch. Ich finde das klasse. Ich versuche selber gerade mehr Body Positivity für mich selber wirken zu lassen und für mich ist das wichtig. Ich finde das... Sorry, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Jeder kann durch Wände gehen scheinbar, zu jeder Zeit. Body Positivity. Ich finde das gut, auf jeden Fall. Man solle sich gönnen. Ich finde es halt einfach nur weak und ich habe das Gefühl, man vertraut seinem eigenen Produkt nicht, wenn man glaubt, auf so eine Sexualisierung zurückgreifen zu müssen. Das ist einfach nur der Punkt. Ich habe nichts dagegen. Leute, zeigt Titte. Voll in Ordnung. Zeigt Titte, zeigt Nippel. Ich finde das fantastisch. Ja? Ob bei Männlein, bei Weiblein, es ist völlig Wumpe. Mhm. Voll okay. Ich finde es halt einfach nur, ich habe halt eben genau das Gefühl, dass halt eben Leute nicht auf ihr eigenes Produkt vertrauen und glauben, nee, sie müssen halt irgendwie halbnackte Weiber da zeigen, die halt irgendwie, also alleine schon, wie die Frauen laufen bei Witcher, ist einfach so... Ist halt einfach schon so, also... Es ist so lächerlich, so läuft einfach keine Frau. So läuft einfach keine einzige Frau, die von A nach B geht. Mit diesem lächerlichen Hüftschwung, es ist einfach... Es tut einfach geradezu so, als sei halt wirklich eine Hexe, die halt einfach einen Shitload an Scheiß drauf hat. Ja? Eine Hexe bei The Witcher hat halt einfach wirklich so ein krasses Know-how. Alleine was die Politik betrifft. Alleine was deren... Also, Hexer sind, was ihr Können betrifft, unter Hexen. Muss man mal wirklich sagen. Ja? Und dass die dann halt wirklich glauben, dass... Hexen da dargestellt werden müssen, als würden die halt wirklich die ganze Zeit nur darauf bedacht sein, wie sieht mein Hintern wohl aus, wenn man hinter mir läuft? Denke ich mir einfach, es ist absolut nicht notwendig. Und das ist halt einfach das, was ich halt einfach schade finde, weil, wie gesagt, ich bin ein riesen Witcher-Fangirl und ich, nochmal, ich bin ein Fangirl trotz der sexualisierten Damen. Nicht wegen. Und aus diesem Grund finde ich es halt wahnsinnig schade, wenn die dann so dargestellt werden. Und so denke ich mir das auch bei zum Beispiel Bayonetta, wenn du mir erzählst, von vorne kannst du die... Alter, Fabs, von vorne kannst du die beackern, ne? Ja. Den nicht. Okay, sehr gut. Und bei Bayonetta stelle ich mir das genauso vor, ja? Also ich meine, ey, yo, wenn sie Bock hat, sich halbnackt irgendwie anzuziehen, ist das voll in Ordnung. Ja, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn das ihr ganzer... Also wenn sie wirklich so dargestellt wird, so sorry, wenn sie hext, dann wird sie halt immer nackter. Ja, dann frage ich mich, muss das sein? Ja, nee. Das ist halt die Frage, also du unterstellst Sex-Sells. Ja. Und das natürlich. Hat... Ganz klar. Okay, und dass jemand da einfach Bock drauf hatte? Einfach mal, ich frage jetzt einfach blöd. Ich weiß es ja selber nicht, da müsste man sich selber einlesen, was sich die Designer dabei gedacht haben, so. Ach, ja, natürlich. Ja, aber vielleicht ist es einfach... Ja, ja. Aber vielleicht ist es einfach... Ah, schade, wir hätten gespeichert. Kannst du speichern? An diesem Punkt? Ja.
Ja, aber vielleicht ist es jetzt einfach nicht der Zeitpunkt zu sagen, ja, vielleicht habe ich, vielleicht habe ich aber auch einfach Bock auf halbnackte Weiber, die halt einfach, weiß es doch auch nicht. Vielleicht habe ich aber auch einfach keinen Bock auf halbnackte Weiber. Wie soll man das denn? Ich verstehe es einfach nicht, was die von mir wollen. Die haben einfach komplett alle den Arsch offen. Also, ich muss es halt nochmal sagen, ich persönlich bin halt kein Fan davon. Ne? Ich finde es halt auch immer ein bisschen cringig. Wenn aber alles andere an dem Spiel halt einfach passt, finde ich es, so kann ich darüber hinwegsehen. Und das macht mir dann aber auch Dinge halt auch nicht madig. So, was ich halt jetzt interessant fand... Ja, aber das ist ja der Punkt. Was ich halt einfach interessant fand, ist... Dass ich bei dir, es hört sich für mich ein bisschen ambivalent sagst, Entschuldigung, an. Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Du sagst, du kannst drüber hinwegsehen. Ja. Ja, aber der Punkt ist, dass man bestenfalls nicht über irgendwas hinwegsehen muss. Fuck you, Drecksspiel. Dass man nicht über etwas hinwegsehen muss. Aber wieso sollte ich nicht darüber hinwegsehen? Ja, aber vielleicht. Ja, aber ich bin doch nicht alleine auf der Welt. Also, es ist mir doch am Ende vom Tag... Es gibt natürlich auch richtig krasse Perverse, die da voll drauf stehen. Und für die kann man wieso natürlich... Wieso denn perverse? Alter, Entschuldigung. Sorry. Das ist eine Sache, das ist viel zu schwarz-weiß aus meiner Sicht. Also, okay. Das bedeutet, du kannst so ein Spiel nicht willst so laden. Also laden von dem... Genau. Aber soll das etwa bedeuten, dass man dieses Spiel nur irgendwie toll finden kann, wenn man... wenn man das Spiel selber gut findet und wenn man das halt ansonsten, weil die Tussi nackt ist, halt irgendwie, keine Ahnung, künstlerisch toll findet. Echt jetzt? Toll findet, dann ist man, also ich meine, das Spiel ist nur irgendwie toll und zu ertragen, okay, das war die falsche Richtung, toll und zu ertragen, wenn die Tante nackt ist, weil ansonsten ist das Spiel einfach nicht geil. Wieso hast du das jetzt nicht geschafft? Ich habe keine fucking Ahnung, weil das Game einfach scheiße random ist. Okay. Aber ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja, glaube ich dir. Es ist auch einfach schwer zu diskutieren, während man dieses Spiel hier spielt. Also, mir ist bewusst, dass in Japan Dinge passieren, so, die ich einfach nur cringig und befremdlich finde. Da gibt es noch ganz andere Beispiele. Es gibt, gerade wenn man so diese Suda51-Geschichten, Kenner werden es wissen, also es gibt einfach sehr viel abgedrehten Kram, der aus Japan kommt, der sich mir nicht erschließt, warum man das so machen sollte. Die Frage ist jetzt erstmal, verurteile ich das? Ja oder nein? Komme ich damit klar? Ja oder nein? Es gibt Spiele, wo ich mir denke, nee, das ist mir so bullshittig, da kann ich nicht drin eintauchen. Das ist einfach nicht mein Ding. Und es gibt halt sowas wie Bayonetta, da finde ich es auch albern, aber da kann ich es mir wegzwinkern, weil ich mir denke, ja, ja. Ist halt Japan. So, ist halt Japan. Die haben halt andere Gründe, warum sie halt Dinge so präsentieren und wie die halt gesellschaftlich irgendwie mit ihrer Sexualität umgehen und so weiter und so fort. Ja, aber Moment, also will man das jetzt einfach so akzeptieren? Okay, ja, sorry, natürlich, wenn natürlich. Das für manche Leute jetzt hier ein super altes Thema und ein super alter Hut ist, sorry. Ja, ist egal. Dann, man muss aber dazu sagen, du hast dich nie damit auseinandergesetzt. Das ist halt wirklich, wenn du halt dich mit Videospielen und mit dem Journalismus beschäftigst, ist das halt wirklich ein Thema, du hast halt keine Berührungspunkte damit, deswegen habe ich kein Problem, wenn wir diese Diskussion jetzt nochmal machen. Deswegen, also entschuldige dich nicht, brauchen wir nicht. Wir diskutieren da jetzt einfach drüber und das passt. Also ich kann mir das wegzwinkern. Also, ja, gut, aber das finde ich nicht... Und ich habe nicht den Anspruch, dass mir alles gefallen muss. Okay, aber das ist so... Merkt man ja an dem Game. Das ist so, als würdest du dir halt wegzwinkern, dass du halt, wenn du Thunfisch aus der Region bekommst, dass da halt auch einmal Delfin mit drin ist oder was. Also, das ist halt... Ja, das eine ist jetzt halt irgendwie tatsächlich ein Environment-Issue und das andere ist jetzt halt irgendwie ein fiktives Game. Ja, aber das ist halt eben der Punkt. Also, akzeptiert man das dann halt damit oder nicht?
Warum das ist dann halt aber ich die frage dich, ich frage dich ja die ganze Zeit, was dein Problem ist. Warum sollte ich das nicht akzeptieren? Was ist mein Nachteil davon? Das nee, ist du das hast gar keinen Nachteil. Ja. Frauen haben den Nachteil. Ja, okay. There we go. Okay, Frauen haben einen Nachteil. Warum? Was hat? Weil sie sexualisiert werden und anscheinend nur eine Daseinsberechtigung in Games haben, wenn sie auch der krasseste Ficker, die krasseste Zauberin aller fucking Zeiten sind, ja, die halt einfach wirklich keine Männer brauchen, die überhaupt eigentlich komplett autark sind und ihre Scheiße alleine geschissen kriegen, dass die leider aber nackt werden müssen, wenn sie zaubern, weil ansonsten möchte ja die Männerdomäne das nicht spielen und das ist halt eben der Hauptteil das an Leuten, du, die das behauptest du, das würde ich anzweifeln. Willst du mir sagen, dass mindestens so viele Frauen Bayonetta spielen wie Männer und da bin ich jetzt gespannt drauf. Das weiß ich nicht. Ich kann dir versprechen, dass es das nicht so. Das weiß ich nicht. Aber natürlich. Du, ich, Kim, deine, das muss ich jetzt an der Stelle wirklich mal sagen, deine Ansicht der Dinge ist halt wirklich sehr ambivalent, weil auf der einen Seite reduzierst du Spiele wie Bayonetta und The Witcher auch, was ja dein Lieblingsspiel ist, auf diese Präsentation und du erzählst mir währenddessen die ganze Zeit, was die Hexen für krasse Ficker sind, und was sie alles krass, und was sie alles können, also reduzierst du sie auf ihre Darstellung, das Spiel aber nicht. Oh nein, wir waren so weit. Und das verstehe ich beispielsweise nicht. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist, ich gehe nicht davon aus, dass Witcher nur wegen der Darstellung der Frauen gespielt wird. Gehe ich hardcore nicht davon aus. In diesem Spiel werden so viele Geschichten erzählt, so viele Figuren besprochen, so viele Sachen, die es zu erleben gibt, Storystränge in so vielen Nebenquests. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das alles irrelevant ist, nein, weil die Frauen jetzt als sexualisiert dargestellt werden sind. Ich verstehe dein Ärger, dass du dich fragst, warum muss das sein? Ja. Das verstehe ich. So, ja, wäre für dich das bessere Game, wenn es nicht so wäre. Ja. So, aber du spielst es trotzdem, ja, und offensichtlich kannst du auch darüber hinwegsehen. Ja, genauso wie du bei Bayonetta. Exakt. Ja, genau. Aber ich ärgere mich halt nicht drüber. So. Ja, okay, schön, dass du dich einfacher damit zufrieden geben kannst und so, oh, okay, ich spiele, Moment, ich sage nicht, also Moment. Ich sage nicht, dass weil ich Witcher spiele, aber mich drüber ärgere, bin ich der bessere Mensch. Am Ende des Tages. Ja, darum geht's ja gar nicht. Okay, ja, weil am Ende des Tages spiele ich halt eben ein Spiel genauso wie du. Ja. Ich spiele ein Spiel und sehe halt eben sehr sexistischen Content und sage, ja, okay, dann kann drüber hinwegsehen, weil das Spiel selber finde ich halt trotzdem interessant. So, können wir uns darauf einigen? Hätte ich direkt die nächste Frage. Schade, ich hätte gehofft, du kannst jetzt einfach sagen, wir können uns mal darauf wenigstens einigen. Ja, aber die Frage ist halt, warum empfindest du es als sexistisch? Wieso empfinde ich es als, weil es halt einfach nur um körperliche Darstellung geht und darum geht, dass man halt irgendjemanden... Geht das? Okay. Geil findet und dass das Spiel mehr kann als nur das. Boah, leck mich doch am Arsch! Ja, aber das Spiel kann mehr als das und du hast es mir schon mehrfach bestätigt innerhalb von dieser Diskussion. Es reduziert sich nicht da drauf. Du reduzierst es da drauf. Und dann wirklich ernst gemeinte Frage, wirklich ernst gemeinte Frage. Das ist eine Sache, das habe ich nie verstanden. Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit dir im echten Leben zu tun? Was für eine Konsequenz hast du, musst du payen, weil Frauen in Spielen sexualisiert dargestellt werden? Frauen mit riesigen Brüsten, unfassbar schmaler Taille, riesigen Hintern und flachem Bauch? Ja. Was das für einen Einfluss hat auf das Bild, was man von Frauen hat heutzutage? Oh, kann ich dir erzählen, mein Schatz. Das ist das Problem, was wir just gerade heute zum Beispiel im Fernsehen gesehen haben oder ich gerade heute gesehen habe, ein Video von die da oben, wo darüber diskutiert wird, ob politisch eingegriffen werden muss, weil einfach viel zu viele Beauty-Eingriffe geführt werden und dass das halt einfach völlig falsch dargestellt wird, weil einfach Frauen kein verdammtes gesundes Selbstbild mehr haben. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Aber da ging es darum, dass Influencer mit Filtern und mit Photoshop ein falsches Bild von sich selber zeichnen. Auf jeden Fall. Und ich persönlich gehe nicht davon aus, dass jemand The Witcher spielt und sich sagt, ich lasse mich jetzt operieren, weil die Figuren in diesem Spiel geil aussehen. Sondern das sind einfach Identifikationsfiguren, mutmaßlich aus dem echten Leben,
Ich dachte, der fliegt tiefer. Das sind Identifikationsfiguren. Da gibt es jetzt Mädels, die im Teenageralter oder noch jünger sind, die halt irgendwelche Frauen sehen, die wunderschön sind, die jeden Tag am Strand und am Pool hängen, die irgendwie total fancy sind, die alles haben, was sie möchten. Und das ist ein Abbild für ein Leben, was sie selber gerne hätten. Und die denken dann, das kriege ich auch, wenn ich so aussehe. Dass das alles toxisch ist und dass das alles, wie in Schweden beispielsweise ist es, glaube ich, gekennzeichnet gehört, wenn Filter verwendet werden oder ähnliches, so bin ich vollkommen dabei. Bin ich vollkommen dabei, weil das eine Sache ist, die in der Realität stattfindet. Und ich glaube, dass man wirklich bei einem Videogame oder von mir aus auch im Film, da weiß ich es nicht, aber bei einem Videogame habe ich immer so das Gefühl, das hängt man höher, als es letztendlich wahrgenommen wird. Ich kann das nicht belegen, ich habe da keine Statistiken oder ähnliches, das ist wirklich jetzt nur eine reine Annahme von mir. Ich bin der Meinung, dass so wie Influencer sich darstellen, dass das weitaus schlimmer ist, als wenn man irgendwo eine Figur in irgendeinem Game sieht, die irgendwie überzeichnet dargestellt ist. Deswegen stimme ich dir bei dem einen Thema komplett zu, ohne Diskussion, bin ich komplett bei deiner Meinung. Aber bei diesem Games-Ding muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich sehe das halt nicht so wild. Und ich verstehe auch nicht, warum das so wild betrachtet wird, weil ich nicht der Meinung bin, dass das etwas mit Frauen in der Realität zu tun hat. Boah, nee, ich glaube, da gehst du wirklich von Leuten aus in unserem Alter, die über so etwas eher mal drüber stehen. Also, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl... Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt diesen Standard irgendwie auffahren muss und dass das da irgendwie... Oh, fuck me. Ey, du kannst nicht so schnell springen! Also, ich glaube, dass man in unserem Alter jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, diesem Standard aufwarten zu müssen. Ja? Aber ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die jünger sind, die irgendwie denken, boah, ey, wenn ich groß bin und weniger... Oh, das war ich. Wenn ich groß bin und weniger Pickel habe, ja, dann will ich eine Freundin haben, die genauso aussieht wie hier Triss Merigold. Ja, so, und wenn ich groß bin und weniger Pickel habe, will ich genauso aussehen wie Yennefer. Ja, und das ist dann halt einfach, und das sind nicht nur Spiele, um Gottes Willen, das sind natürlich auch, da sind es auch Filme, da sind es auch Serien, da sind es, um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht nur Spiele verteufeln, um Himmels Willen. Verteufeln, das ist auch gar nicht, das unterstelle ich dir nicht, darum geht's hier nicht. Ja, gut, okay, danke schön, weil ich will es nicht verteufeln, weil nochmal, ich mag Witcher, aber das, was mich persönlich stört, ist halt einfach diese, also, und da ist nicht eine Tante, die halt irgendwie, also selbst die Omas, die älter sind, mit denen, also in Witcher, Witcher 3 gibt es dann halt irgendwann, laden bitte, gibt es dann irgendwann Szenen, wo, das bin ich, wo, wo man dann mit älteren Damen in eine Sauna geht tatsächlich. Und selbst die älteren Damen haben ein bisschen mehr Hängebrüste, weil sie sind halt älter, ja. Aber haben noch einen absurd flachen Bauch und einen absurd straffen Hintern. Wo du echt einfach denkst, boah, ey, da gibt's nicht ein Mädel, eine Tante, die nackt gezeigt wird, die nicht einen unfassbar krassen Körper hat. Und ich finde, das braucht das Spiel nicht. Ja, es macht das Spiel mit aus. Würde ich dir sogar zustimmen. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil das Spiel an sich einfach so mega geil ist. Und noch einmal, ich mag das Spiel trotz dieser Nacktszene. Ja, trotz aber offensichtlich, aber es beschäftigt dich ja trotzdem sehr stark, weil wir ja aus dem Grund ja jetzt auch wegen dem Thema sehr emotional diskutieren. Ja. Also deswegen habe ich schon das Gefühl, das belastet dich ja halt irgendwie schon. Wo ich halt sage, ja, I don't give a fuck, ist es halt so. So, das, wo es mir zu krass ist, spiele ich es nicht. Und das, wo ich drüber hinwegsehen kann,
Das gönne ich mir dann halt einfach. Ich kann ja mir selber meinen eigenen Konsum halt aussuchen. Also, ich frage jetzt mal wirklich blöd, weil das Nummer 1 Argument, was man natürlich da bringen könnte, und da ist auch natürlich was dran, ich bin ja jetzt natürlich keine Frau. So, demzufolge bin ich ja jetzt nicht von Schönheitsidealen... Nimm mich! Nee, das ist mir zu risky gewesen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mir jetzt wirklich zu risky. Das ist eine Entscheidung, ja. Die habe ich jetzt getroffen. Ja, so. Bei der nächsten Kiste. Ja, und du gehst drauf. Scheiße. Deswegen kann ich es nicht einschätzen, wie sehr man wirklich davon betroffen ist. Und ich, Also, ja. Was heißt betroffen? Mir wurde jetzt noch niemals beim Dating gesagt, sorry, du siehst nicht aus wie Triss Merigold, ich date dich nicht. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so ist. Ja, also, das ist jetzt noch nicht passiert. Ja. Also, ja, aber was ist dann jetzt halt, was ist jetzt die Frage? Ja, ich möchte das halt einfach nur nochmal anerkennen, dass ich dann natürlich aus einer Position halt einfach spreche, die mit solchen Sachen halt nicht konfrontiert wird und deswegen ja, ich mir natürlich das einfacher machen kann und kann sagen, ja, warum stört denn dich das? Aber ich weiß halt einfach nach wie vor nicht, wie weitgreifend halt einfach dieses Problem ist. So, ich sehe halt immer nur, das war damals auch aber die Diskussion. Aber das will ich dir auch gar nicht unterstellen. Das weiß ich. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, es hören ja auch Dritte hier zu. Was mich halt an dieser Diskussion damals halt immer nur ein bisschen beschäftigt hat, es wurde gleichzeitig, während diese Diskussion vom Zaun gebrochen wurde, wurde halt einfach festgestellt, okay, die Anzahl der Frauen, die gamen, ist in den letzten Jahren krass zugenommen. Ja, also damals, mega. Damals gab es Statistiken, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da Mobile Games, die waren da glaube ich irgendwie mit drin und ich weiß auch nicht, woher die kamen, aus welchem Land, aber da wurde damals gesagt, dass irgendwie sogar tatsächlich Frauen über 30 die größte Demografie gerade aktuell sind, wenn es halt ums Thema Gaming geht. Und deswegen wollte man diese Diskussion gerade aus dem Grund halt führen, weil man halt hieß, okay, dann sollten halt Frauen-Spiele sich natürlich auch ein bisschen danach orientieren und vielleicht Dinge ein bisschen ändern. Wo ich mich halt frage, ja klar, bin ich grundsätzlich halt dafür, aber offensichtlich ist diese Darstellung kein Hinderungsgrund gewesen. Gott, Alter, für Frauen in der Vergangenheit, um sich damit auseinanderzusetzen. So, und das finde ich halt einfach sehr faszinierend. Auf der einen Seite wird ein Problem deklariert. Ich weiß immer noch nicht, wie zur Hölle man über diese Haken hüpfen soll, ohne dass man in irgendeiner Form davon getroffen wird. Ich weiß es einfach immer noch nicht. Ja. Du warst am Reden. Ja. Während du unsere Katze gerettet hast. Meine Fresse, ey, unser Kater ist heute so ein Dickhead. Der ärgert sich schon die ganze Woche eigentlich schon. Ja, das stimmt. Ja, dass ich mich halt einfach frage, wie groß ist da wirklich die Problematik? Also du meinst, wenn man... Also das stört Frauen. Es tut mir leid, wenn ich wenn ich jetzt super altbacken bin mit diesem Problem. Ja. Aber was ist mit ihm los? Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt super altbacken bin mit diesem Problem, es tut mir wirklich leid. Aber du willst mir sagen, dass Filme und Spiele, die Frauen in einer bestimmten Weise darstellen, wenn man mit denen ständig konfrontiert wird, dass die keinen Einfluss darauf haben, wie man sich sein Bild zurechtlegt von seiner Traumfrau. Ey, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Mhm. Ich habe keine Statistik jetzt nicht dafür. Jetzt nicht darauf ausgelegt, dass jeder so reflektiert ist wie du. Ich habe keine Statistik dafür. Ich persönlich würde behaupten, Filme ja, Spiele nein. Ich kann mir nicht vorstellen, damals, als das mit Tomb Raider angefangen hat, so, als Tomb Raider irgendwie an den Start gegangen ist und ganz, ganz, ganz viele Mädels angefangen haben, so kleine Mädchen angefangen haben,
sich als Lara Croft zu verkleiden. An Fasnacht. Oder, okay, oder an Karneval. Nicht reden! Oh Gott sei Dank. Oh, Fabian, so weit waren wir noch nicht. Rat! Ich hab den Rat gemacht! Hast du? Du hast ein fucking Rat gemacht! Hast du? Kann ich mir nicht vorstellen, dass man diesen ultra hässlichen, eckigen Polygonhaufen sieht, der sie damals war, und sich denkt, so möchte ich aussehen. Oh, Schmusi. Ach, leck mich doch. Aber doch, natürlich, alle fanden die doch mega hot und mega geil, weil man halt damals einfach diesen Polygonhaufen halt einfach als das gesehen hat, was er war. Und zwar ist mega realistisch für die damalige Zeit. Ich fand das immer cringe. Und sie haben ja auch krass sexualisierte Werbung mit ihr gemacht. Yeah. Da gab es ja dann so hochglanzgerenderte Aufnahmen von ihr, wie sie da nur mit so einer Decke irgendwie sitzt. Ich fand das alles fucking cringe. Für mich war das alles ein Gag. Du siehst das alles wirklich. Für mich war das alles irgendwie ein Gag. Und ich dachte mir so, Alter, ist das dumm und scheiße einfach so. Das spricht ja für dich. Aber nochmal, ich rede ja nicht von dir als Mann. Ja, aber du hast ja mich gefragt. Nein, ich rede von dir als Mann, wie du Männer empfindest, die wie sie das sehen könnten. Heavy. Dass du fucking reflektiert bist, dass du Frauen als das siehst, was du tust, das weiß ich ja. Ansonsten wäre ich mit dir, mein Schatz, nicht zusammen. Punkt. Ja. Ganz klar. Meine Frage an dich ist, ob du wirklich aufrichtig glaubst, dass diese Spiele anderen Männern, die vielleicht mehr Schwierigkeiten haben, in einer Beziehung zu sein, die sich vielleicht mehr zurückziehen aus der Realität und mehr Zeit mit diesen Spielen verbringen und vielleicht mehr Augenmerk auf genau solche Frauen werfen. Ob diese Menschen nicht eventuell eher anfällig dafür wären, zu sagen, mein Traumbild einer Frau sieht so ähnlich aus wie Triss Merigold oder Lara Croft. Oder hast du nicht gesehen? Boah, Alter. Und das ist meine Frage. Das ist wirklich meine Frage. Moment, aber reden wir jetzt schon von erwachsenen Männern? Ich rede von jedem Mann außer dir. Okay, aber komm mal, das ist jetzt wieder so eine Frage. Die Antwort ist doch, das ist so eine abstrakte Frage. Du hast doch, wenn du halt irgendwie Teenager hast, die gerade erst ihre Sexualität entdecken, die drehen doch da komplett anders frei, als es jetzt irgendwie jemand mit 50 ist. So kann sein, kann ja, nicht sein. Ich kann doch da jetzt nicht jeden einzelnen Fall besprechen. Natürlich. Ich sage dir roundabout, die wird es wahrscheinlich auch geben. Als ich es erstmal Tomb Raider gespielt habe, habe ich auch irgendwann mal die Kamera an ihrem Arsch platziert. Hihi, hu, haha. So, das haben wir doch alle gemacht. Ja, das stimmt. Das haben wir doch alle gemacht. Selbst ich habe das gemacht. Und es gibt ja auch, um jetzt dir vielleicht doch mal recht zu geben, es gibt im VR-Bereich ziemlich kranken Shit von irgendwelchen Girlfriend-Simulatoren, irgendwelche Mädels hast. Okay. So, aber dann komme ich halt nochmal zu diesem Punkt. Ja, erstens ist dann halt nochmal der Punkt, okay, japanische Kultur ist okay, das ist ein ganz anderes, nochmal eine ganz andere Sache, wie man sozialisiert wird, wie man irgendwie darauf abgeht. Die heiraten ja wirklich irgendwelche Anime-Figuren und haben dann da irgendwie ihren Kissenbezug irgendwie von irgendeiner Figur, damit sie da bei der schlafen können, whatever. Das ist ein Spektrum. Das maß ich mir nicht an, das zu bewerten so. Deswegen kann ich das eigentlich nur für... Gottes Willen, halt. Halt. Nein. Ich will niemanden runtermachen, der danach lebt. Darum geht es mir nicht. Das muss ich mal ganz kurz, ganz mir klar auch sagen. Nicht. Es ist anders. Ich kann es nicht bewerten. So, darum geht es mir nicht. Aber das zu fördern, weil du am längeren Hebel sitzt und eben genau solchen Content schürst, darum geht es mir. Dass du jetzt zum Beispiel in einem Land lebst, in dem halt eben Sexualität halt irgendwie komplett verdammt wird und du halt irgendwie sowas nur hast in einem Stundenhotel oder sogar auf. Das sind Sachen, die kann ich überhaupt nicht. Kuschelkaffee sowas. Verstehst
verstehst du, das will ich überhaupt nicht runtermachen und überhaupt nicht schlecht darstellen, weil das einfach eine komplett andere Nummer ist. Aber ich rede ja hier von Leuten, die halt wirklich auf einem ganz anderen finanziellen Niveau sind, auf einem ganz anderen Niveau sind, was den Zugang zu Frauen und halt auch eben Frauen, die einen interessieren und für die, die sich für einen selber interessieren, steht. Diejenigen sind ja dann auch wirklich an einem längeren Hebel, um halt eben Content wie zum Beispiel Witcher darzustellen. Wie zum Beispiel, nochmal, Witcher wird nicht in Asien, sondern in Polen wurde das gemacht. Ne? Aber ich rede von Leuten, die genau diese Nummer schüren. Ist das also nicht erstmal schwieriger? Das sind Extrembeispiele. Also ich würde beispielsweise so ein VR-Dating-Simulator, wo dann irgendwelche Mädels mit dir, ahahaha, fütter mich mit Kuchen und whatever, das würde ich nicht gleichsetzen mit einem Bayonetta. Also ich glaube schon, dass es da ganz, ganz viele Stufen gibt von der eigenen Nachfrage, bis jemand sagt, unbedingt muss meine Freundin, die ich mal irgendwann mal haben werde, wie Bayonetta aussehen, oder ich habe irgendwie Gründe, mir jetzt so einen Friendship-Simulator irgendwie reinzuziehen. So roundabout gehe ich durch die Fußgängerzone, wenn ich irgendwie in der Stadt unterwegs bin, und sehe tatsächlich alle möglichen Menschen, die nicht modelmäßig aussehen, so inklusive mir selbst, ist ja klar. Und da sind ganz viele Paare dabei, die Kinder wegen mit sich rumschieben und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass wir uns in der Gesellschaft, dass wir keine Partner mehr finden, weil die Leute glauben, sie müssten nur noch mit Figuren zusammen sein, die aussehen wie die Eulen aus The Witcher. Das sehe ich halt einfach nicht. Mhm. Das kann eine Schwärmerei sein. Kann auch irgendjemand von mir aus irgendwie mal sagen, was ist ich, wessen Alters? Boah, die finde ich hot, die Alte. Jennifer und Siri und wie die alle heißen. Keine Ahnung, ich kenne die. Aber ich muss in meiner Wahrnehmung, in meinem Bauchgefühl dabei bleiben, dass ich nicht den Eindruck habe, dass diese Figuren irgendeine krasse Auswirkung auf diese Gesellschaft haben. Im Vergleich zu Influencern, die real sind, die wirklich etwas verkörpern, was junge Mädchen sein wollen, im Vergleich dazu, hell no, hardcore zu vernachlässigen. Hardcore. Bedeutet nicht, dass man da gar nicht mehr drüber reden kann. Ich bin ja auch froh, dass es da jetzt Abwechslungsreichtum gibt. So, dass es halt irgendwie Spiele gibt wie Hellblade, Beyond Two Souls. Mhm. So, mhm. Kann ich ganz Heavenly Sword, kann ich ganz, ganz Horizon. Viele Horizon. Ja. Also gerade die ganzen Ninja Theory Geschichten halt auch Enslaved, hervorragende mit Trish, hervorragende weibliche Figur. Es gibt so viele tolle positive Beispiele. Auch und das ist, Assassin's Creed. Und Assassin's sagen, Creed, ja. Und das ist alles grauenvoll. Alles grandios. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. So. Und deswegen. Würde ich mir persönlich jetzt nicht anmaßen, dass ich jetzt der Meinung bin, jedes mag entsprechen. Mhm. Also, dass ich jetzt einfach Frauendarstellungen einteile, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache irgendwie von Influencerinnen, die sich, also das ist ja auch mittlerweile ein feministisches Ding, dass erfolgreiche Frauen, die sich sexy zeigen, halt maximal empowered sind und so weiter und so fort. Das ist ja auch eine, die sich ja auch irgendwie an einem System beteiligen, finde ich ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen. Also ich, wenn ich, ne, wenn ich, ja. Also das der Punkt ist, wenn ich eine Frauendarstellung in einem Game sehe, teile ich die für mich persönlich erstmal nicht ein in ist falsch und ist richtig. Solange es für mich ein Spektrum gibt, ist das für mich in Ordnung. Weil wenn alles einseitig wäre, wenn es nur Sexualisierungen gäbe und das gab es, jahrzehntelang in den Anfängen der Videospielkultur. Da kann ich es verstehen, dass man sagt, da werden Frauen einfach nur so dargestellt. Und das finde ich reduzierend. Aber da sie sich weiterentwickelt haben und facettenreich geworden sind, kann ich sagen, allgemein, roundabout, sehe ich da weniger das Problem. Und die Sachen, die ich jetzt cringig finde, die spiele ich dann nicht aus den Gründen, sondern aus anderen.
schönes Schlussplädoyer. Findest du? Naja, irgendwann müssen wir zu einem Punkt kommen. Ich erstens. Weiß nicht, das ist ein geiles Thema. Also ich würde dann trotzdem weiterspielen. Also wenn du sagst, wegen dem Thema machen wir jetzt eine Stunde draus, wäre ich dabei, dann müssen wir aber weiterspielen. Oh, wir verlieren so viele Abos. Aber darum geht's ja nicht. Egal, also Fortschritt haben wir nicht so viel in dem Game, also von daher. Wenn du noch irgendwas sagen möchtest, was ergänzen nein, möchtest, also, agree also, to disagree. Ich gönn dir deinen Geschmack. Ja. Ich gönn dir deinen Geschmack. Und ich gönne dir deinen Ärger darüber, dass dir halt einfach Sachen madig gemacht werden, die ansonsten für dich noch ein Stück perfekter wären. Gönne ich dir alles. So. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen, denk ich mir halt manchmal... Wir könnten bei der Mitte wieder anfangen, by the way. Nee. Doch. Okay, dann nicht. Denk ich mir halt manchmal... Ah, das bin ich dann. Ja. Yeah. Dass man hinter all diesen tollen Körpern und wie sie halt alle aussehen und wie sie gestaltet sind, glaube ich, mehr mit klar käme, wenn man sich halt auch mal auf den Charakter konzentriert. Und du hast so viele positiven Beispiele genannt, was Hexen halt einfach sind. Und das habe ich ja auch gelesen. Ich habe ja auch ein bisschen recherchieren wollen oder einen Grund finden wollen, warum die so dargestellt sind in diesem. Ich habe keinen gefunden. Ich weiß, dass CD Projekt Red... In Bezug auf was? Wie Frauen dargestellt werden. Ob das irgendeinen Grund hat, weil es in der Buchvorlage schon so war. Eigentlich ist es genau das Gegenteil, meine ich, gelesen zu haben. Aber es ist halt so, dass ich glaube, CD Projekt Red, ich lehne mich jetzt aus, ich habe das nicht mehr so zu 100% im Kopf, aber ich meine, die wären auch nicht gerade PC und denen ist das auch mehr oder weniger scheißegal. Von daher kann das vielleicht auch das der Grund sein. Aber wenn halt Frauen, obwohl sie so aussehen, was auf dem Kasten haben, muss man sie auch nicht unbedingt auf das Äußere reduzieren. Auch wenn es ärgerlich ist. Das ist für mich immer noch besser als Frauen, die halt sexualisiert sind und dann gleichzeitig noch die letzten Hohlbrote sind. Hashtag, so kann man sich ein Problem auch schön reden. Aber ey, gerne schreibt Meinungen in die Kommentare. Auch wie gesagt, also das ist nicht in Stein gemeißelt, was ich jetzt sage. Das ist alles, auch nicht in Stein gemeißelt, was ich das sage. Das ist alles meine Position zu diesem Thema. So, ich hasse diese Stelle. Gerne kann man da noch weiter diskutieren. Ich finde es nur toll, dass wir... Ja! Am Ende, verdammt, ich war am soweit. Am Ende vom Tag, und das wäre vielleicht ein schönes Schlusswort, am Ende vom... Oh, nein! Alter. Am Ende vom Tag finde ich es schön, dass wir diskutieren. Dass, auf wir, jeden dass, Fall. Dass wir uns nicht streiten, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können. Wir und währenddessen beide auch, leiden in ja, diesem Game. Ja, Mann, das ist wohl wahr. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich glaube, also, ich kann empfehlen, jeder Mensch, der irgendwie eine Hitze, also jeder Politiker dieser Welt, sollte Donkey Kong spielen, während er und sie mit anderen diskutieren, weil ich schwöre, am Ende ist man zusammen wirklich die leidende Person und das hilft einfach, einen wieder irgendwie back to the roots zu bringen. Das könnte man wirklich mal kurz dazu sagen. Ja. Ich finde es ja gut, dass wir beide über so etwas hitzig diskutieren können, weil wir beide sind Hitzköpfe, wenn auch ich lauter ich bin als cool. du. Nee, ich bist bin. Du nicht. ich bin lauter als du auf jeden Fall, aber wir beide sind Hitzköpfe, wenn es um dieses Thema oder wenn es um solche Themen generell geht. Ja. Und aber ich finde es gut, dass wir darüber sowas auch einfach mal diskutieren können. Es ist furchtbar. Weil es ist halt einfach willkürlich. Entweder, Achtung, geht zurück ein bisschen, ah, genau, wunderbar. Jetzt der Nächste. Ich sterbe. Sag das nicht. Das Nächste jetzt, ich sterbe. Ich sterbe so hart. Da kommen die Geier. Ah! Oh Gott. Achtung, die zwei sind jetzt schlimm. Oh, wundervoll. Okay, wow, das war krass. Das war gut. Ah, wundervoll. Okay, nimm mich. Geh rechts und ich schwöre. Wo bist du? Ja, dort. Und bitte, bitte, es rentiert sich, wenn du mich aus diesem Ding holst. Bitte, bitte, sag nicht, es hat nicht geklappt. Sag nicht, zeitlich war das irgendwie nicht drin. Doch ist es. Nimm dir die Zeit. Renn, hüpf, tu Dinge. Wundervoll. Schieß ihn ab. Wundervoll. Ich finde das gut, dass wir über sowas diskutieren können, weil das ist der Punkt. Wir diskutieren halt auch mal hitzig über sowas. Und, aber ich finde, es ist wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist.
So mich Iron Maiden. Renn, bitte renn. Oh Gott, nein. Oh nein, du wirst so sterben. Ich hab völlig vergessen, du wirst so sterben. Du wirst so sterben. Wir diskutieren. Guck mal. Spring. Alter. Oh mein fucking Gott. Wir speichern. Sowas von. Ist mir egal, wo. Okay, ich finde, das ist ein wirklich, wirklich guter Zeitpunkt, weil wir sind endlich in diesem scheiß Level vorangekommen. Und warum? Nur, weil wir endlich eingesehen haben, jeder hat seine eigene Meinung zu dieser Nummer und jede Meinung ist absolut berechtigt. Wir beide haben klar gemacht, was er und sie an diesem Thema wichtig finden und was nicht so sehr, wo man vielleicht ein bisschen weniger pedantisch sein könnte und wo vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist okay. Es ist okay, dass wir beide nicht dieselbe Meinung haben, grundsätzlich und zwar zu allem. Das ist nice. Muss ich wirklich sagen. Und das ist auch das. Nice. Und ich meine, auch wenn manche jetzt vielleicht kotzen möchten, das ist etwas, was ich in unserer Beziehung so mag, dass es halt völlig in Ordnung ist, dass die jeweils andere Person vielleicht nicht immer komplett übereinstimmt, aber dass man sich anhört, was die andere Person zu sagen hat. Und neue Perspektiven bekommt. Und am Ende haben wir Donkey Kong, haben wir ein Level in Donkey Kong geschafft und ich finde, das Level war einfach das Schlimmste von allen. Und am Ende sei vielleicht gesagt, ja, du hast mit vielem, was du gesagt hast, recht, auf jeden Fall. Ich persönlich bin halt der Meinung, dass halt man nicht nur mit allen Sachen, dass man nicht nur darüber hinwegsehen muss, dass man vielleicht ein Spiel ganz toll findet, aber es gibt halt diesen Nachteil, das, und wo man denkt, ja, aber da kann man vielleicht auch noch dran arbeiten. Und das, ich finde, dass man daran arbeitet, dass vielleicht irgendwie weniger, dass man denkt so, hey, wenn Frauen schon mit teilnehmen an diesen Spielen, es gibt es schon so viel und es gibt so viele Frauen, die einfach komplett angezogen, komplett hart ihren Mann stehen können in dieser Nummer und einfach mega was zu sagen haben, mega cool sind und einfach Figuren sind, auf die Mann und Frau richtig krass hinaufschauen können und sagen können, hey, wow, ich möchte ein bisschen mehr davon sein. Wie jetzt zum Beispiel, wie heißt denn sie eigentlich in Horizon? Wie ist ihr Name? Aloy. Ich möchte mehr sein wie sie. Und dass das eine schöne Sache ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das halt vielleicht einfach auch in anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Japan zum Beispiel, halt ein bisschen weniger im Fokus stehen würde. Aber das sind natürlich Sachen, die man nicht beeinflussen kann oder weniger beeinflussen kann. Das verstehe ich vollkommen. Aber ich verstehe, was du meinst. Man weiß auf jeden Fall, Spiele trotzdem zu schätzen. Ich weiß zum Beispiel Witcher auch halt einfach hart zu schätzen. Nichtsdestotrotz gibt es Sachen, die ich halt einfach nicht so geil finde. Ist ja auch fair enough. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es halt Leute gibt, die halt sagen, hey, okay, aber daran mache ich jetzt nicht komplett mein Bild an weibliche Protagonisten fest oder sowas. Ja. Und das ist ja schön und ich finde es aber auch gut, auch wenn das Thema alt ist, auch wenn das Thema auf anderen Plattformen schon besprochen wurde, auch wenn das Thema vielleicht für manche Leute schon ausgelutscht und nervig ist, es ist gut, wenn man über dieses Thema regelmäßig spricht. Absolut. Und dann möchte ich, glaube ich, vielleicht wirklich als Schlusswort: Am Ende vom Tag haben wir diese Diskussion geführt mit unterschiedlichen Beteiligten und so weiter und so fort. Und die Branche hat zugehört und hat sich da bei vielen Meinungen auch ein Beispiel dran genommen, Dinge überdacht und dann auch sind da weibliche Figuren draus entstanden. Also das ist dann halt auch eine Sache, die ich vollkommen legitim finde. Weil es da auch Seiten gab, die sagen, nee, wir wollen, dass halt irgendwie alles sexualisiert bleibt und bla 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 und jetzt nimmt man uns was weg. Also am Ende vom Tag, wenn man jetzt Videospiele wirklich so ernst nehmen möchte, dass es halt irgendwo eine Form von Kunst ist oder sowas, kann man Leuten auch zumuten, dass die halt entweder dann bei ihrem Ding bleiben, andere lassen sich davon beeinflussen und ändern dann was. Und andere waren Vorgänger und hatten schon im Vorfeld was geändert und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das, worum es ankommt.
einfach Austausch und Inspiration. Ja. Und genau an diesem Punkt möchte ich nochmal sagen, ich glaube, wie noch nie zuvor möchte ich wirklich... Gehen wir wieder auf die Karte zurück, weil das ist... Ja, möchte ich wirklich darauf hinweisen, bitte, eure Meinung finde ich super interessant an dieser Stelle. Egal, ist sie pro, ist sie contra, seid ihr mehr bei Fabs, seid ihr mehr bei mir, ist mir völlig egal, habt ihr eure eigene Meinung zu der Nummer? Es würde mich wirklich interessieren, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ihr es okay findet, wenn ihr es gut findet, dass darüber weiterhin diskutiert wird, auch wenn ihr es vielleicht einen ausgelutschten Pantoffel findet, bitte lasst ein Like da, ich würde mich wahnsinnig freuen. Abonniert die Glocke. Gehabt euch wohl. Habt noch eine wunderschöne Zeit. Und ich schließe mal ab mit einem Satz, den Vis-a-vis oftmals sagt, wenn sie irgendwo spricht. Seid lieb. Ja, seid lieb, auf jeden Fall. Ciao. Ciao.